Ein echter Klassiker, wenn es um Trailrunning und Trekkingstücke geht. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Klassiker ist, dann bleibt dran. Hallo liebe Bergfreunde, hier ist der Jörn und wir wollen heute über ein Trekking-Trailrunning-Stock sprechen. Und wenn ihr an das Thema denkt, denkt ihr wahrscheinlich zuerst an Leki. Klar, die Marke ist irgendwie riesengroß, machen ja auch nichts anderes als Stöcke. Besonders im Trailrunning ist aber dieses gute Stück hier auch schon sowas wie ein Goldstandard oder ewig schon empfohlen, nämlich der Black Diamond Distance Carbon Set. Also Set steht hier einfach für Fallstock. Und ich durfte das gute Stück ein bisschen testen, will euch aber erstmal kurz ein bisschen was zu den Features erzählen. Klar, also der Name sagt schon, Carbon, ihr habt es mit dem Carbonstock zu tun, das heißt, der ist schön leicht. Black Diamond hat hier aber zusätzlich an den Gliedern nochmal eine Aluminiumverstärkung drin, was ihn einfach nochmal eine Ecke robuster macht. Ihr habt einen schönen Schaumstoffgriff, der sich gut greift. Ihr habt eine leichte Schlaufe, die jetzt nicht so mega dick ist, die ihr auch gut verstellen könnt. Ihr habt eine Carbidspitze, im Lieferumfang enthalten ist außerdem eine Gummispitze, also gerade wenn ihr irgendwie viel eher auf Fels oder viel mit auch Straße oder so zu tun habt, dann könnt ihr die Spitzen wechseln. Die könnt ihr einfach mit einer Zange relativ einfach abschrauben. Und wenn man das Teil aufbauen will, geht es auch relativ einfach. Ihr lasst es einfach fallen, zieht hier das oberste Segment runter. Zack, dann kommt hier so ein kleiner Druckknopf raus und schon ist der Stock auf. Und wenn man zusammen machen will, macht man das genauso. Zack, und ihr habt ihn wieder zusammen. Tja, und wie schlägt sich jetzt der Black Diamond Distance Carbon Set auf dem Trail? Ich würde sagen, ganz gut. Ich habe tatsächlich wenig auszusetzen. Das Auf- und Zumachen geht prima. Der Griff ist schön fest. Man kann gut greifen, gerade auch wegen diesen Rillen hier. Also das ist wirklich, der liegt richtig bombig in der Hand. Die Schlaufe könnt ihr relativ geht sehr, sehr leicht zu verstellen durch diesen Klettverschluss hier. Er ist schön griffig, er gibt Halt auf dem Trail. Also da kann man wirklich wenig Negatives finden. Einziges kleines Manko, würde ich sagen, ist, dass die Griffverlängerung für meinen Geschmack ein bisschen länger hätte gehen können, weil man kann ihn zwar gut greifen, aber viel mehr Spiel hat man dann nach unten nicht. Also das ist so ein bisschen der einzige Punkt, wo ich sage, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Ansonsten macht er das, was er soll. Er ist leicht, er lässt sich gut zusammenfalten, er lässt sich auch gut im Rucksack verstauen, keine Probleme. Wer ein bisschen Bedenken hat, was Carbon angeht, die kann ich euch nehmen. Also ich bin jetzt seit, 8 Jahren mit Carbonstöcken in den Bergen. Und also gebrochen ist mir da noch keiner. Von daher, das Zeug ist robust, da braucht ihr keine Angst davor zu haben. Wenn ihr euch den Black Diamond Distance Carbon Set jetzt zulegen wollt, kein Problem. Gibt es natürlich bei uns im Bergfreunde-Shop zu kaufen für 140 Euro UVP. Pi mal Daumen. Und den gibt es in 4 Längen, also in 100, in 110, in 120, in 130 cm. Also ist kein variabler Stock, sondern ein Fixlängenstock. Welche Größe ihr braucht, ist ein bisschen abhängig von eurer Körpergröße und der Länge eurer Arme. Also wenn ihr den Stock in der Hand haltet und auf den Boden stellt, solltet ihr noch so einen Winkel von ungefähr 90 Grad haben, dann ist es perfekt. Es gibt aber auch Stocklängenrechner im Internet, wo ihr das relativ schnell ausrechnen könnt. Ich habe mich für die 120 cm Variante entschieden, weil es für mich mit 1,82 m perfekt passt. Und in der Variante wiegt er 290 Gramm, was ich auch ganz gut finde. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da, folgt uns hier auf YouTube. Und wenn ihr noch Fragen zum Stock habt, dann gerne rein in die Kommentare damit. Ich bin dann raus für heute und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye, euer Jörn.